Wir haben uns hier heute versammelt. Wir streiken, weil der Arbeitgeberverband uns mickrige 1,8% anbietet für dieses Jahr und für nächstes Jahr 1,5. Wenn man sich die Inflation anguckt, alles wird teurer und wenn der Arbeitgeber da nicht nachzieht und uns entsprechend vernünftigen Lohn zahlt, dann wird es für uns auch schwierig. Dafür streiken wir hier heute alle zusammen. Die 5% Forderung, die ist in meinen Augen gerechtfertigt, weil die Inflation ja auch gestiegen ist oder weiter steigt und irgendwo müssen die Beschäftigten ja auch ihr Brot von kaufen können. Die Auszubildenden in der Industrie bekommen so viel Geld oder mehr Geld, und dann müssen wir auch haben. Darum bekommen wir im Schlosserhandwerk keine Auszubildenden mehr. Wir sind ein Dreischichtbetrieb. Jede Schicht streikt für sich eine Stunde. Ich erhoffe mir halt, dass das Angebot definitiv nachgebessert wird. Also diese 1,8 für ein Jahr und fürs nächste Jahr 1,5% plus der Corona-Bonus von 100 Euro, das ist nicht angemessen. Das finde nicht nur ich so, das findet jeder meiner Kollegen hier auch. Deswegen stehen wir ja auch hier. Zusammen kann man halt mehr erreichen als alleine. Also wer das anders sieht, kann ja mal selber mal ausprobieren, zum Chef zu gehen und mal 5% mehr fordern. Ich glaube, gemeinschaftlich kriegt man das eher zustande als alleine. Wir sind hier bei der Spätschicht von BOS in den Warnstreiks vom Schlosserhandwerk. Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde. Wir machen ein bisschen Druck, dass die Arbeitgeber sich bewegen. Und wir haben eine sehr geile Beteiligung gerade bei den Schlossern. Wir haben 2000 Beschäftigte in Warnstreiks, in betrieblichen Aktionen gehabt seit der letzten Woche. Wir haben heute hier Frühschicht, Spätschicht und jetzt die Nachtschicht raus mit Fackeln und allem. Das ist total gut und das ist aber auch total wichtig. Ja? Die Arbeitgeber bewegen sich bis jetzt null. Sie haben uns ein schlechtes Angebot vorgelegt mit einer mickrigen Corona-Prämie mit 1,8-1,5% in die Entgelte. Das ist viel zu wenig im Schlosserhandwerk. Und wir erwarten am Mittwoch, dass sie sich ordentlich bewegen. Und die Kolleginnen und Kollegen da hinten, die haben es heute gezeigt, dass sie sich wirklich bewegen müssen.